In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie so in den Körper spüren, dass er sich von Licht durchstrahlt fühlt, weit nach unten und weit nach oben, und Sie damit auch die Arme in ungewohnten Positionen ohne Anstrengung bewegen können. Stellen Sie sich aufrecht und gerade hin, spüren Sie so in den Körper, bis er sich angenehm, leicht und getragen anfühlt. Spüren Sie jetzt auch die Arme und die Hände, wie sie neben dem Körper nach unten hängen, und ziehen Sie dann den Körper leicht zusammen mit einer von mir sogenannten Eusspannung, so dass die Arme folgen und auch an den Körper herangezogen werden. Versuchen Sie, nur mit Hilfe des Zusammenziehens des Körpers die Arme heranzuziehen. Wenn es nicht gleich von selber geht, dürfen die Arme mal auch ein bisschen nachhelfen. Aber immer wieder versuchen, ob es der Körper alleine kann. Spüren Sie, dass durch dieses Zusammenziehen im Körper eine innere Aufrechte entsteht, die einerseits nach unten verwurzelt ist und andererseits weit nach oben über den Kopf hinausstrahlt. Ich nenne deshalb diese Übung das I im U. Bemerken Sie, dass diese innere Streckwirkung eine helle, strahlende Qualität hat und dass dieses Zusammenziehen den Körper nicht eng macht, sondern das Körpergefühl weit und die Lunge anregt. Das I im U entsteht aber nicht, wenn Sie die Arme an den Körper pressen. Das ist wie stramm stehen, engt den Körper ein und macht sie nur äußerlich gerade. Wenn Sie die Arme nur durch die Spannung des Körpers heranziehen, entsteht eine entspannte Aufrichte. Sie atmen weit nach oben und unten hinaus. Der Körper fühlt sich angenehm und weit an und durchlichtet. Wenn das Heranziehen der Arme auf diese Weise gut funktioniert, können Sie es auch oben über dem Kopf machen. Strecken Sie die Arme in einem lockeren A-Winkel links und rechts nach oben. Und dann ziehen Sie jetzt wie vorhin unten den Körper und die Beine zusammen. Und auf eine geheimnisvolle Weise überträgt sich dieses Zusammenziehen unten im Körper oben auf die Arme, die dann von alleine auch in die Vertikale gezogen werden. Wenn Sie die Spannung, die Eusspannung unten im Körper aufrechterhalten, dann können Sie die Arme relativ lange vertikal nach oben gestreckt halten, ohne die geringste Anstrengung. Sie werden gehalten und geführt von ihrer Spannung unten im Körper.
Vergleichen Sie das doch einmal mit dem, dass Sie die Arme bewusst von außen heranführen und ein andermal wieder mit Hilfe dieser Spannung. Jetzt führe ich die Arme bewusst heran und spüre die Spannung in den Armen und irgendwann werden die Arme müde. Jetzt führe ich die Spannung durch Konzentration unten und sie gehen von alleine dahin. Und sollten Sie mal doch ein bisschen müde werden, verstärke ich unten die Spannung und die Arme steigen wieder nach oben und bleiben so. Ich arbeite im Körper unten dafür. Sie können die Arme oben auch heranziehen, ohne dass Sie eine Spannung im Körper aufbauen. Und trotzdem das vom Körper aus führen. Dann ist es, als würden Sie im Körper denken. Also jetzt nicht in den Armen denken, ich will die Arme heranführen. Dann machen Sie es mit dem oberen Menschen. Sondern unten im Körpergefühl, diesen Wunsch, diesen Gedanken des Zusammenführens ausbilden, ohne Spannung dabei zu erzeugen und so die Arme zusammenführen. Wenn Sie es mit dem Tonus machen, mit der Euspannung und so die Arme zusammenführen, dann sind Sie natürlich viel sicherer, dass Sie gut verwurzelt sind nach unten und gut im Körper sind. Wenn Sie es nur mit dem Gedanken machen, müssen Sie aufpassen, dass es gut nach unten geht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich viel spannender und das Erlebnis auch viel feiner.